Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Basler Beauty Adventskalender. Der befindet sich hier und oh mein Gott, ist der schön. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. 79 Euro kostet der, 400 Euro Warenwert soll der beinhalten. Bin gespannt, aber die haben uns eigentlich selten enttäuscht. Ich packe den jetzt schon seit Jahren jedes Jahr aus und ich weiß noch, als ich den das erste Mal auch gezeigt habe, wie steil alle darauf gegangen sind und wie schön der auch war. Dann hat er ein bisschen nachgelassen vom Design her und jetzt haben die so richtig auch rausgehauen und das sieht unglaublich schön aus. Also das würde ich mir so gerne hinstellen. Das ist nicht so hundertprozentig weihnachtlich, das ist eher blumig und eher so mystisch, hat eher was von, ich sag mal so Herbst- und Halloween-Zeit, ne? Aber ich finde es wunderschön, sehr edel und so sind auch die Marken, die daran enthalten sind. Übrigens bekommt ihr jetzt auch zu diesem Zeitpunkt noch eine zweite Meinung, wenn ihr möchtet, bei der wundervollen Nicole von Chiquitas Place. Die hat ihr Video jetzt auch veröffentlicht und solltest auch du hier Teil der Crew werden wollen, dann abonniert auch super gerne meinen Kanal. Ich würde mich mega drüber freuen und jetzt würde ich sagen, nicht lang schnacken, reinschauen. Wir haben das Design sogar auf der hinten, also wenn man die Kläppchen so rausnimmt, ne, das ist unglaublich schön. Du kannst es nachher sogar als Regal verwenden, weil da auch Böden drin sind. Die Nummer 1. Hier haben wir Haarpflege von Aveda drin. Botanical Repair Strengthening Overnight Serum haben wir hier mit drin. 30 ml. Das wird ein Produkt sein, was man sich am besten über Nacht halt reinmachen kann, wenn man am nächsten Morgen halt die Haare wäscht. Das heißt, nicht unbedingt ein Produkt für mich, weil ich persönlich wasche mir die Haare immer abends. Klein, aber hoffentlich fein wird die Nummer 2 sein. Hier haben wir was drin von L'Occitane. Das schiele ich auch schon so ein bisschen auf den Adventskalender. Das Mandel- oder Almond Shower Oil, das ist immer ein sehr beliebtes Produkt mit 35 ml. Gerade in der Winterzeit, wenn die Haut ja sowieso ein bisschen trockener ist, bietet sich das echt oft an, einfach ein Duschöl zu verwenden, weil das gleichzeitig die Haut halt auch noch richtig schön pflegt. Und Mandelduft bringe ich auch sehr, sehr gut in Kombination mit der Weihnachtszeit. Selbstverständlich auch mit dabei ist eine relativ schwere Nummer 3 und hier haben wir einfach mal was von Barbour drin. Wow, 15 ml von dem Cleanformance Moisture Glow Cream Produkt. Das ist der Wahnsinn. Das ist ein super, super teures Produkt eigentlich. Und das hier einfach mal random in der 3 drin zu finden, ist schon krass, ne? Und Barbour ist ja auch wirklich eine gute Institutskosmetik. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Ich glaube, die hatte ich auch mal meiner Mama gegeben zum Ausprobieren. Ist nämlich auch eine sehr, sehr cleane Sache, wie der Name ja auch schon sagt, dass du da halt jetzt nicht irgendwie Tralafitti mit drin hast und so. Hier haben wir die Nummer 4. Die ist richtig schön groß und die Kläppchen sind auch wirklich gut befüllt, ne? Du kriegst was für dein Geld, ich sag's dir. Inner Sense, I Create Curl Memory, a Styling Gelee for Long Lasting Hydrated Curls. Jo. 59,1 ml sind hier drin enthalten und ja, ich habe jetzt keine Locken offensichtlich. Das ist jetzt so, wie meine Haare natürlicherweise sind und ja, ich finde es immer schade, wenn du halt Produkte hier mit drin hast, die speziell für eine bestimmte Haut, wie auch immer, Form sind, ne? Weil das ist dann safe etwas, was ich nicht verwenden kann und halt auch alle, die keine Curls haben, keine Locken, ne? Einen Tag vor Nikolaus haben wir den 5. Dezember. Oh. 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 Ligne Saint-Barth. Ist das nicht? Ist das nicht das Parfum Saint-Barth oder gehört das nicht zusammen? Ich weiß es nicht. Skin and Hair Care, Wheel de Swans. Ein Avocadoöl mit 25 ml. Ist das das Saint-Barth? Da habe ich doch dieses Vanille. Aber das ist das doch nicht, ne? Dann wäre das doch sackteuer. Das riecht auch nicht so. Ich weiß nicht. Hm. Also das ist halt für Gesicht und Haare gedacht. Muss ich mal gucken, wo ich das am besten so anwenden kann. An den Haaren würde ich es gerne mal ausprobieren, weil ich verwende auch morgens immer gerne so Haaröle, ne? Muss ich mal gucken, weil da nehme ich am liebsten halt eins, was dann auch über Tag, wie ihr offensichtlich sehen könnt, ne, dann nicht mehr so ölig aussieht, weil ich möchte halt nicht so Klebekrams und so haben. Das habe ich genug durch das Essen von meinem Sohn in meinen Haaren. Nikolaus, der 6. Dezember, da bin ich jetzt mal gespannt, was sie sich da überlegt haben. Ich sehe schon was Goldenes. Ein Klassiker, Gucci Guilty, 50 ml einer parfümierten Bodylotion. Ich finde schon, dass das ein schönes Produkt ist für einen 6. Dezember. Es ist edel, ne? Man freut sich, wenn man das auspackt. Man kann es gebrauchen, weil Bodylotion ist sinnvoll. Warum nicht? Doch, ich finde es schön. Doch, das ist ein gutes Produkt. Wo ist denn die Nummer 7 geblieben?
Hier ist er. Da haben wir was für die Haare drin. Das haben wir, glaube ich, auch jedes Jahr in diesem Adventskalender. Freen, genau, von Revlon. Das Equave. Das ist so ein Leave-In-Conditioner. 50 ml sind hier drin, aber ich finde den sehr, sehr gut. Also bei mir funktioniert der auch sehr gut. Den mache ich mir dann halt rein, nachdem ich meine Haare gewaschen habe. Und genau, dann mache ich mir das einfach so in die Längen und Spitzen rein. Ne? Lass dann die Haare so ein bisschen antrocknen, föhne die dann und dann kann ich halt durchkämmen und alles ist sehr smooth. Diese riesige Nummer 8 darf jetzt machen, dass es kracht. Oh, es ist von Sensai. Das ist auch, glaube ich, jedes Jahr drin. Ne? Das ist toll. Double Delivers Beautiful Skin. Da haben wir so eine Lotion 2 für Feuchtigkeit und Emulsion 2 auch für Feuchtigkeit. Das sind einmal diese beiden. Das ist so ein Set. Und ja, böse Zungen könnten behaupten, das kriegt man aber gratis mit dazu, wenn man dies, das, Ananas kauft. Ja, aber selten. Und es hat einen hohen Wert, das darf man halt nicht vergessen. Und von dieser Emulsion 2 Moist haben wir 7 ml drin. Und von der Lotion 2 Moist haben wir auch 7 ml drin. Ich glaube, das ist toll. In der Nummer 9 dürfen wir zuallererst über diesen niedlichen Vogel hier drauf freuen. Also sehr realistisch, aber trotzdem irgendwie hübsch, ne? Oh, wie geil. Hatte ich in Anwendung. Habe ich quasi letztens aufgebraucht, ne? Nyx Rêve de Miel. Das ist ein Traum von Honig auf Französisch, ne? Honey Lip Balm. Das ist eine Originalgröße mit 15 ml. Finde ich so cool. So, so cool. Also ein ganz tolles Lippenpflegeprodukt. Das bekommt ihr übrigens auch bei Purish, wenn ihr möchtet. Und könnt damit Claudies Welt 10% drauf sparen, weil das auch auf meiner Favoritenseite ist. Da ist fast alles drauf, was ich euch immer wieder zeige. Und auf den kompletten Sale könnt ihr da auch nochmal mit dem Code drauf sparen. Finde ich klasse. Das ist ein Glastiegelchen. Super schön. Also, dass das hier mit drin ist. Das ist besser als jeder Lippenpflegestift, den man so kennt. Klar, so ein Pöttchen ist ein bisschen schwierig in der Hand habe, weswegen ich sowas halt nicht unterwegs verwende, weil ich da halt nicht immer ein Waschbecken zur Hand habe. Aber zu Hause halt, ne? Mega nice. Und das macht richtig schöne Lippen. In der Nummer 10 darf es jetzt mit irgendwas Leichtem weitergehen. Ja, und bei diesem Adventskalender bin ich mir ja dessen bewusst, dass wir hier eher weniger dekorative Kosmetik drin haben, wenn dann mal vereinzelt ein oder zwei Produkte, ne? Ansonsten halt Pflege ohne Ende von geilen Marken, so auch von, wie heißt ihr denn nochmal? Jetzt habe ich es ganz vergessen, ich bin gerade so euphorisch. Mann, Chorus, so. Greek Yogurt Nourishing Probiotic Gel Cream. Da sind 20 ml drin. Auch Chorus bekommt ihr übrigens bei Purish, ne? Werbung, Werbung. Aber ja, richtig nice. Also wir hatten zwar jetzt schon die Barbour Creme drin, aber es ist nicht verkehrt, wenn man auch mal zwei verschiedene drin hat, um mal zu gucken, welche Konsistenz gefällt einem mehr. Weil ich glaube, die Barbour Creme ist ein bisschen reichhaltiger und die hier ist dann wahrscheinlich eher so für Mischhaut geeignet. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, halte ich nun in meinen Händen und dann schauen wir mal. Und da haben wir von Team Dr. Joseph, kenne ich nicht, Face Age 05 Repair Miracle Drops, ein Gesichtsöl mit dabei. 5 ml sollen hier wohl nur drin sein. Es fühlt sich aber sehr, sehr schwer an. Scheint eine recht hochpreisige Marke zu sein. Keine Ahnung. Finde ich auch ganz nice, wenn einem im Adventskalender auch so ein bisschen andere Marken beigelegt werden. Nicht beigelegt, nahegelegt werden. Das sieht doch mehr aus als 5 ml. Wow. Ja, schön. Also, ne, Gesichtsöl kann ich persönlich auch immer gut gebrauchen. Wir hatten jetzt schon das von Saint Bart drin. Wobei, das war sowohl für Gesicht als auch für Körper gedacht, ne? Als auch für Haare. Ja, gut. Halbzeit, die Nummer 12 klopft jetzt an die Tür und hier haben wir was von Art Deco drin, haben wir eigentlich auch immer in diesem Adventskalender. Auch wenn der Art Deco Adventskalender an sich eher so ein Ding für sich war, haben wir hier in der Farbe 620 den Art Couture Nail Lacquer drin. Das ist eine wunderschöne Farbe, 10 ml. Ich glaube, jeder findet diese Farbe tragbar, ne? Also, dass man die halt so auf seinen Nägeln einfach so tragen kann. Die kannst du auf die Fußnägel machen, auf die Fingernägel. Und das gibt halt so ein schönes, milchiges Rosé. Finde ich schön. Und die erste Halbzeit hat mir gefallen. Also, es ist abwechslungsreich. Für mich persönlich könnten hier gerne auch mehr Gesichtsseren drin sein, ne? Aber ansonsten schön gefüllt. Mein persönlicher Flop ist jetzt aktuell nur dieses Curly-Produkt, aber das ist halt wirklich, weil ich es persönlich nicht verwenden kann. Alle anderen finde ich recht cool eigentlich. Und jetzt machen wir weiter mit der zweiten Halbzeit, die Nummer 13. Hier hat Basler selber ein Produkt reingepackt, also quasi von der Basler Bicare-Reihe, Hyaluron Scalp Serum bei Kopfhautirritationen. Sie haben mich gehört scheinbar. Mit probiotischem Ferment. Das finde ich toll.
30 Milliliter sind hier drin. Ich habe immer mal wieder sowohl, also vor allem jetzt zur Zeit, wo ich halt sehr viel diese Mütze trage, aber auch sonst, ne, das Jahr über, eine sehr sensible Kopfhaut, weil ich eine sehr sensible Haut habe und dementsprechend ganz körpermäßig. Und dann kann ich sowas eigentlich mal ganz gut gebrauchen. Nicht alle diese Kopfhautseren, die ich ausprobiert habe, sind auch wirklich sinnvoll. Manche haben so einen ganz krassen Nachfettungseffekt, was ich nicht so schön finde. Das wird auf jeden Fall mal ausprobiert. Finde ich schön, dass die auch eigene Produkte so haben. Ich glaube, letztes Jahr hatten die auch irgendwie ein Serum von sich oder so mit reingepackt. Weiß ich gar nicht. Ne? Weil Basler Beauty ist ja, glaube ich, eher so ein Haar-Online-Shop. Und dass sie dann sowas mit reinpacken, ist für mich erste Sahne. Mit einer riesigen Nummer 14 darf es nun weitergehen und die ist auch wirklich schwer. Also das ist nicht nur, hallo, ich bin Nagelsticker, sondern hallo, ich habe hier wirklich auch, nicht ganz gefüllt, aber ein großes Produkt drin und zwar von L'Oreal Professional, das Metal DX Glycoamine und ich kann es nicht aussprechen, Leute, es ist auch noch französisch, ich habe keine Ahnung. Das ist einfach ein Professional Shampoo, Cleansing Cream, so. Und Removes Metal. Was für Metall? Okay, vielleicht Eisen, was irgendwie im Wasser drin ist? Oder Kupfer, was in den Rohren drin ist, sodass die Haare halt wirklich sauber damit werden? Dann ist es vielleicht mit 100 Millilitern auch so ein Tiefenreinigungsshampoo. Das muss ich mir nochmal genauer durchlesen. Ne? Das weiß ich jetzt so ad hoc nicht, dafür bin ich nicht so intuit in dem Haargame. Muss ich mal ausprobieren. Finde ich auf jeden Fall nice. Und ein Shampoo hatten wir ja noch gar nicht drin. Die Nummer 15 ist klein, aber hoffentlich fein. Und hier haben wir, und das finde ich ja mal richtig nice, von Versace Parfum, das Dylan Turkish Eau de Toilette mit 5 Millilitern drin. Ich glaube, viele von euch werden das jetzt gerade hart feiern. Ne? Das ist eine Parfümminiatur und das ist ja mal richtig cool, dass sie das halt, also hübsch, wirklich hübsch. Ne? Ich sammle sowas nicht, ich sammle sowas nur für euch, um euch das am Ende des Jahres dann einfach mal als Adventskalender zusammenzupacken und zu verlosen. Ich glaube, das war ein Duft, der auch ein bisschen in die aquatische Richtung geht, aber mir auch sehr gut gefallen könnte. Die Nummer 22 hat die Nummer 16 sehr gut festgehalten. Das kriegt man fast nicht raus, du. Hier haben wir aber was Kleineres drin und zwar 5 Milliliter von Annemarie Börlind Rose oder Rose Nature System Digital De-Stress Cooling Spa Eye Cream Gel. Bei Augencremes bin ich mit 5 Millilitern vollkommen fein. Also die haben normalerweise eine Größe von 15 Millilitern oder von 20, je nachdem. Und dann hast du halt ein Drittel von dem Produkt. Das ist vollkommen in Ordnung, beschwere ich mich null drüber. Das sieht jetzt einfach winzig klein aus, aber ich habe auch schon 5 Milliliter Tuben oder Pöttchen in den Händen gehalten, die dann halt vielleicht nur zur Hälfte gefüllt waren. Ne? Ich finde es cool, dass wir hier einfach mal eine Augencreme drin haben, weil so komplettieren wir auch nach und nach unsere Gesichtspflege. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember und ja, die 22 liegt jetzt daneben, weil sie will nicht wieder reingehen. Hier haben wir was wirklich Kleines drin, aber von einer sehr teuren Marke. Bio-Effekt, das EGF-Serum, das habe ich schon mal verwendet, weil das auch, glaube ich, mal im Basler Adventskalender drin war. Ne? Oh, das war echt gut. For Improved Appearance of Skin und hier ist nicht viel drin. 2,5 Milliliter, aber das ist ein sehr, sehr teures Produkt, das weiß ich noch. Und das war so gut. Oh mein Gott, meine Haut sah echt klasse damit aus. Ne? Deswegen, also da weiß ich halt, es ist ein teures Ding, deswegen ist es okay, dass wir hier nur 2,5 Milliliter von drin haben und da kommt man auch, weil du nicht viel davon brauchst, ungefähr eine Woche mit hin, das ist so. Es ist klein, aber es ist sehr, sehr fein. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich habe hier schon den 18. Dezember und es geht mir alles zu schnell hier. Hier habe ich auch ein, ja, das ist auch für Leave-In, ne? Von Schwarzkopf Bonner Cure BC, dieses Moisture Kick Spray Conditioner mit Glycerol for Normal to Dry Hair. Genau, 50 Milliliter. Ist für mich auch in der Kategorie Leave-In Conditioner, was ich halt nach dem Duschen verwenden würde. Genauso wie halt das Revlon Equave, ne? Ist schön. Der 19. Dezember ist sehr, sehr leicht und es geht hier steil Richtung Heiligabend, ich sag's euch. Ja, Lancôme Advanced Genifique Concentré Activateur de Jeunesse, das Youth Activating Concentrate. Das gehört hier auch irgendwie immer wieder mit rein. Das ist so ein alter Bekannter mit 7 Millilitern. Das habe ich aktuell in Anwendung, Leute. Das ist wirklich schön. Das ist ein Produkt, was auch relativ viel Vitamin C enthält. Also ich würde es tatsächlich als das Vitamin C Serum von Lancôme bezeichnen, weil ich hatte mich auch mal informiert, warum ist das eigentlich so, wie das ist. Und da hast du halt relativ viel von Vitamin C mit dabei. Ne? Und das tut bei meiner Haut ganz gut. Ne? Ich komme damit auf jeden Fall sehr gut klar und finde es auch schön, dass es hier so mit drin ist. Das muss ich auch wirklich sagen. Aber es ist halt so ein All-Time-Favorite, mehr oder weniger. Ne? Alter Bekannter, wir sind gute Freunde. Es ist irgendwie in vielen Adventskalendern zu finden. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Die ist riesig, aber super leicht. Oh,
Ah! Auch das verwende ich aktuell. Auch da habe ich einen Code. Müsste Claudi 15 sein, da könnt ihr 15% bei Revitalash sparen. Das ist Revitalash Cosmetics, das Revitalash Advanced Eyelash Conditioner Produkt und da sind 0,75 Milliliter drin. Genau, also da habe ich, wie gesagt, ne, das Produkt auch gerade in Anwendung. Ich teste das nämlich für mich auch so ein bisschen gegen das Grande Lash und jetzt gerade bin ich in der Phase von der Anwendung, wo das halt auch wirklich seine Wirkung vollzieht, also dass ich quasi alte Wimpern verliere, aber dafür das, was mit dem Serum zusammengezüchtet wurde, nachkommt und es gefällt mir. Also ich bislang bin ich da eigentlich ganz gut, ne, von überzeugt und hier haben wir halt nur eine kleine Größe drin, aber das ist halt sackteuer. Ja, ne, 0,75 Milliliter kosten halt auch echt ein Poppes voll Geld. Dementsprechend ist es richtig geil, dass wir das hier drin haben. Da muss man nur ein bisschen aufpassen, da sind Hormone eigentlich auch drin, ne? Also dass man da ein bisschen drauf achtet, wenn man das nicht möchte, ne, dass man da entsprechend, das steht hier auch, einige Anwender haben ein schwaches Verdunkeln des Wimpernansatzes bemerkt, hauptsächlich bei übermäßigem Gebrauch. Genau, dass man da halt einfach aufpassen sollte und das nur als kleiner Tipp am Rande, hier sind halt die Hormone drin, wenn man gesundheitlich das nicht machen möchte oder in der Schwangerschaft und Stillzeit oder, ne, dass man Bescheid weiß. Die Nummer 21 ist auch relativ leicht. Auch hiel ist ein Klassiker drin und zwar die Kiehl's Ultra Facial Cream mit 7 Millilitern. Auch da finde ich 7 Milliliter in Ordnung. Es ist wenig, relativ wenig, aber ich finde es trotzdem in Ordnung. Das ist eine schöne, milde Gesichtscreme und ich habe auch eben gesagt, ich hätte gerne Abwechslungsreichtum, ne, das habe ich definitiv, auch wenn die sehr klein geworden ist, aber ist eine sehr schöne Gesichtscreme. Ja. So, jetzt kann die Nummer 22 auch geöffnet werden, die sich ein paar Tage lang quasi auf der Strafbank befunden hat. Da habe ich wirklich was Großes drin, das ist ein Trockenshampoo. Auch das verwende ich aus eben genannten Gründen nicht. Authentic Beauty Concept, 100 Milliliter sind hier drin. Das hatten wir, glaube ich, auch letztes Jahr in dem Adventskalender. Also es ist schon so, dass manche Dinge sich wiederholen, ne? Also es ist nicht komplett hier das Rad neu erfunden worden. Einen Tag vor Heiligabend habe ich einen sehr schweren, am 23. Dezember, vielleicht befindet sich hier drin, ein erhofftes Serum oder Ultimate Repair, eine Haarmaske mit AHA und Omega 9 von Wella Professional, wurde erst im Januar diesen Jahres produziert, da sind 75 Milliliter drin. Stimmt, hatten wir überhaupt schon eine Haarmaske? Nö, ne? Finde ich gut. Gut aufgehoben, passt auf jeden Fall. Conditioner hatten wir nicht drin, dafür aber Leave-In-Conditioner, vollkommen fein. Und Trockenshampoo, da bin ich jetzt gespannt, was wird wohl in der Nummer 24 drin sein. Übrigens ist das Produkt sehr gut. Also auf der Nummer 24 steht Power of Beauty drauf, aber das ist ja der Name von dem Adventskalender und das ist schwer. Also entweder haben wir jetzt eine Full-Size-Gesichtscreme hier drin oder ein Serum oder was auch immer sich Basler Beauty überlegt hat, um uns damit glücklich zu machen. Es ist ein großes Produkt. Es ist wieder von Biolin. Haben die das jedes Jahr drin? Ich weiß es nicht. Hydration Serum, 30 Milliliter. War das auch das Hydration Serum, was die letzten Jahre in meiner 24 war? Ich meine, es ist gut, es ist teuer, ne? Aber muss man das jedes Jahr aufs Neue in die 24 geben? Ich weiß ja nicht. Aber ich glaube, ich bin mir aber nicht sicher, dass das ein anderes ist. Das ist eine Glasflakon, das ist ein Glasflakon, ne? Es ist schön, jeder kann ein Hydration-Serum gebrauchen. Ich habe nach Serum gerufen, ich habe es bekommen. Aber es ist ein wirklich alter Bekannter. Und das ist auch so ein bisschen mein Fazit, ne? Also so neuartig der Adventskalender von seiner Verpackung herkommt, so vertraut erscheint mir der Inhalt, den ich nach und nach ausgepackt habe. Auch wenn der Inhalt mir gefällt. Also das ist definitiv eine gute Sache. Wir haben schöne Pflegeprodukte hier drin. Ein müh-dekorative Kosmetik, was aber auch vollkommen schön ist. Dass sie halt auch dieses kleine Mini-Parfum mit beigelegt haben, freut wahrscheinlich auch viele sehr. Und auch das Revitalash meine ich auch letztes Jahr drin gehabt zu haben. Also ich finde den Inhalt toll, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, oh mein Gott, das habe ich noch nie gesehen. Ne? Das ist halt immer so eine Sache, muss man für sich selber abwägen. Aber ich glaube, dass man mit dem Adventskalender nichts verkehrt macht. Das ist halt so eine sichere Bank, so würde ich den nennen. Ne? Das ist ein schöner Adventskalender, den fast jeder Hauttyp, fast jeder Haartyp verwenden kann. Und ich glaube, dass der gut ist. Also ich habe ein gutes Gefühl bei dem Adventskalender. Ich empfehle euch den einfach guten Gewissens. Große Größen, vernünftige Produkte hier drin, ist schön. Ich würde ihn auch jetzt nicht unbedingt als langweilig betiteln, weil dafür sind die Produkte hier drin, glaube ich, zu aufregend. Aber es ist wie ein guter Freund, der jedes Jahr immer wieder zur gleichen Zeit zum Kaffee trinken vorbeikommt.
Ihr Lieben, wie hat es euch gefallen? Wie hat euch der Inhalt gefallen? Was denkt ihr darüber? Schreibt gerne eure Meinung mal in die Kommentare, da können wir uns gerne mal austauschen. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.